Da staunten die Insassen des Autos bestimmt nicht schlecht, als sie von einem Zug überholt wurden und den blinden Passagier entdeckten, der sich außerhalb des Zuges befand und sich nur an einem Scheibenwischer klammerte. Der Zug hatte hier gerade eine Fahrgeschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde. Der 23-jährige Mann aus Westaustralien wurde direkt nach seiner Fahrt von der Polizei verhaftet. Bei solchen Bildern fragt man sich wirklich, wie weit manch einer noch gehen will, um seinen Adrenalinkick zu bekommen. Denn um das Geld für ein Zugticket ging es bei dieser Aktion bestimmt nicht. Der Mann wurde direkt nach seiner Verhaftung für eine psychologische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.